Die Butch Cup war lustig, weil da bin ich einfach hingegangen und habe gesagt, hier, wie sieht's denn aus? Ihr braucht hier eigentlich mal eine richtige Fassadengestaltung zum Thema Musik. Und dann bin ich zum Scheffler und zum Neumann. Und da haben die gesagt, alles klar, hier hast du ein bisschen Cash, dann leg mal los. Und dann habe ich angefangen. Es war auch da eigentlich ohne Konzept einfach gestartet, Musiker genommen, Butch Cup-Typo in die Mitte gesetzt. Ausdrücklicher Wunsch vom Ralf Scheffler war halt der Eintracht-Adler. Ein Wunsch noch, Free Martin Semmelrogge, genau. Das war noch bei den Schlagzeuger von den Muppets. Und ansonsten hatte ich da freie Hand.